Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock 2 und dem Beagle. Ich hoffe so sehr, dass wir bald am Ende angekommen sind. Ich glaube, ich habe das Ende wirklich überhaupt nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur noch, dass ich irgendwie in einem großen Raum bin, wo auch die Lamp ist und dagegen irgendjemanden kämpfe. Irgendwas sagt mir, dass ich gegen Augustus Sinclair kämpfe, weil ich nicht glaube, dass der uns nicht verarschen wird, weil der ist moralisch nicht wirklich korrekt, der Typ. Muss man so sagen, ne? Muss man so sagen. Ich glaube nicht, dass wir gegen Lamp kämpfen werden. Die ist keine Kämpferin. Aber wir schauen mal, was jetzt passiert. Ich glaube auch noch nicht, dass die uns einfach hier mit davonkommen lässt. Also, Wetter. Grace, Dally und Gil verschont. Ja, das habe ich getan. Damit habe ich das Ende, glaube ich, besiegelt. Also welches ich habe. Aber Gil verschonen, also das war kein Verschonen, das war einfach grausam. Dass man nicht alles für ein gutes Ende tut. Das ist das Schöne in Bioshock 3. Persephone, wir sind endlich da. Finde Eleanor, mein Junge, und zwar schnell. Ihre Mami hat ganz Rapture mobilisiert, um zu verhindern, dass ihr zusammenkommt. Okay. Klingt nicht so gut. Ist ein bisschen creepy. Hier ist creepy, weil hier einfach niemand ist. So, kennt ihr das? So, es wäre viel einfacher, wenn die Feinde wären. Vater, komm schnell. Ich sitze in einem Käfig fest. Irgendetwas stimmt nicht. Ich frage mich, Delta, weißt du, warum du hier bist? Hast du überhaupt eine Ahnung, was meine Tochter dir gegeben hat? Wenn ich dich jetzt... Moment, ich muss mal kurz... ...so ansehe, beneide ich dich um deine Unwissenheit. Du glaubst immer noch. Was glaube ich immer noch? Entschuldigung, was glaube ich immer noch? Was glaube ich immer noch? Ach, sorry. Diese dämliche Kuh redet nicht mit mir. Halt alles durchsuchen, damit ich noch alles an Moon kriege, was geht. Das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin. Warum hat sie denn jetzt überhaupt aufgehört zu sprechen? Ich verstehe es nicht. Ist das nicht hier Bosskampf? Das ist sie, mein Junge. Eleanor Lamb. Egal, was du jetzt empfindest, jetzt geht's ums Ganze. Mach diesen Käfig auf. Sie kommt mit uns. Warnung. Quarantäneverriegelung wird deaktiviert. Bitte warten. Wie wird sie uns in Erinnerung behalten nach diesem Moment? Ich habe meine Schachzüge ausgeführt, wie erwartet, und du auch. Ist es das, was sie gehofft hat? Mutter und Vater sehen sich über sie hinweg in die Augen. Doch wir sind immer noch blind. Leb wohl, Subject Delta. Und fasse Mut, denn zumindest du bist deinem Vermächtnis entkommen. Nö, 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 nö.
Alter! Aggressives Miststück! Quarantänekammer wartet auf dich. Geh rein! Ja, danke. Dein Signal reißt ab, Junge. Ich sehe und höre nichts. Irgendwas in dem Raum blockt mich ab. Aber ich höre dich noch. Sieh sie dir an, Delta. 10 Jahre und immer noch träumt sie von dir. Noch 50 Sekunden. Weißt du, warum Eleanor dich hergeholt hat? Sie wollte einen Vater. Sie hat einen Weg gefunden, dich wiederherzustellen. Körperlich und geistig. Und sie hat dich ständig beobachtet. Und sie vergötterte dich für jede deiner Taten. Das Mädchen da auf diesem Bett ist nun nicht mehr meine Tochter. Auch nicht mein Lebenswerk. Sie ist ein Monster, geformt alleine durch dich. Wie sie es immer wollte. Gott, ist die Frau noch krank. 20 Sekunden. Für was? Aber ein Detail der Bindung zwischen euch ist ihrer Aufmerksamkeit entgangen. Dein Körper ist darauf ausgelegt, ins Koma zu fallen, wenn ihr Herz aufhört zu schlagen. Eleanor, nein! Vergib mir. Ihre eigene Tochter umgebracht, die Biatch. Sein Körper stellt jetzt seine Funktionen ein, auf natürliche Art. Aber wenn er an einem Trauma stirbt, taucht er irgendwo wieder auf. Höchste Sicherheitsstufe zu jeder Zeit. Niemand betritt diesen Raum, bevor er gestorben ist. Ach Leute, was ist mit dem Spiel denn los? Ja Leute, der Fluch des Bioshock 2. Ich habe keine Ahnung, warum mir das Spiel jetzt schon das dritte Mal abgestürzt ist. Es ist mir bei keinem anderen PC-Spiel passiert. Ich habe Resident Evil 6 gespielt, ich habe Resident Evil 5 gespielt. Ihr wisst, bei der lieben Cupcake-Katze, ich habe Bioshock 1 gespielt. Nie ist auch nur ein Spiel abgestürzt. Nicht einmal. Aber Bioshock 2 denkt sich, I give a fuck. Ich stürze halt einfach ab. Wir sind jetzt wieder an der Stelle, wo wir gerade abgestürzt sind. Ich blende mich jetzt auch wieder aus, weil die Zwischensequenz geht weiter. Und ich drücke mir gerade selbst die Daumen, dass es jetzt nicht wieder abstürzt. Ich weiß nämlich nicht, was das Problem ist. Ich weiß es wirklich nicht, Leute. Also, ich mache mir wieder an. Vater, ich bin es, Eleanor. Es tut mir so leid. Mutter hat mein Herz angehalten, lange genug, um unsere Bindung aufzulösen. In meiner Nähe zu bleiben, rettet dich nicht mehr vor dem Tod. Oder noch Schlimmerem. Aber ich kann dir trotzdem helfen, zu entkommen. Diese Little Sister hat etwas für dich, das dir erlaubt, sie unter deine Kontrolle zu bringen. Ah ja? I've been a little sister.
Du hast nun die Kontrolle über eine Little Sister. Du kannst nun Luftschächte benutzen und Adam von Leichen landen. So sieht es für eine Little Sister aus. Ich weiß, das fühlt sich seltsam an, Vater. Aber du kannst jetzt durch ihre Augen sehen und ihr sagen, wohin sie gehen soll. So habe ich dich zurückgeholt, ohne dass Mutter etwas gemerkt hat. So, jetzt musst du erstmal hier raus. Da war ja was. Gut. Also, von Mutters Büro aus kann man diese Kammern entriegeln, in denen sie uns festhält. Finde einen Weg, um da reinzukommen. Mein großer Big Daddy! Mein Held! Oh, das ist ein bisschen süß. Das ist süß. Na, wenigstens sehen die Little Sister nicht das Grausame dieser Welt, wenn wir mal ehrlich sind. Du bist drin. Da sollte irgendwo ein Hebel sein. Zieh ihn, dann werden unsere Zellen entriegelt. Achtung! Augustus Sinclair wurde in dieser Einrichtung gesehen. Er wird versuchen, zu Subject Delta zu gelangen. Alle familiären Pflichten sind ausgesetzt, bis er gefunden ist. Was Mutter mit mir gemacht hat, hat mich sehr geschwächt. Sonst würde ich diesen Teil selbst übernehmen. Aber um dein Leben zu retten, muss ich mich umziehen. Um endlich auch so stark zu sein wie du. Von hier solltest du die Teile eines Big Sister Anzugs finden können. Bitte, bring sie mir. Je näher Delta kommt, desto mehr verändert sich Eleanor. Im Schlaf murmelt sie etwas, das sie Stationen seines Aufenthalts hier miterlebt hätte. Sie beginnt sich der moralischen Konditionierung zu widersetzen. Eleanors Bindung an Delta verwandelt die Tochter des Volkes zurück in ein rebellisches Kind, dessen Stimme ich nicht erkenne. Schlimmer noch. Ich habe den Verdacht, Eleanor hat etwas mit Deltas Rückkehr zu tun. Ich fürchte, um sie zu trennen, muss ich Maßnahmen ergreifen, die ich mir selbst nicht verzeihen kann. Ja, dann hättest du die vielleicht nicht machen sollen. Mein ja nur. Ich darf das Geld nicht nehmen. Nein, darf ich nicht. Na gut. Okay, du kleine Göre! Komm her, Verflucht! Wir gehen. Oh, süß. Mein Held! Wer kennt ihn nicht, mein wunderbarer... Hier ist ein Teil des Anzugs, Vater. Bitte finde die restlichen und bring sie mir. Das ist ein bisschen creepy. Nicht nur ein bisschen, das ist ziemlich creepy. 10 Jahre, Vater. Gefangen in diesem Fiebertraum. Mutter hat mich mit Drogen vollgepumpt, um meinen Geist mit Adam zu perfektionieren. Für sie ist das ideale Kind ein Genie, das ohne Wenn und Aber dem Allgemeinwohl dient. Davor hast du mich bewahrt. Ich war in Quarantäne, aber Mutter weiß nichts über das Ausmaß meiner Verbindung zu den neuen Little Sisters. Die anderen Sisters sind aus mir geschaffen, Vater. Teilweise. Wenn sie in Rapture aufwachsen, empfinde ich alles mit ihnen. Als du bei den Kleinen warst, haben sie dir wie einen Vater vertraut. Wegen mir. Okay. Hatte Mutter recht. Ich habe dich beobachtet, Vater. Ja? Ich habe mir angesehen, wie du andere behandelt hast. Ja? Und jetzt weiß ich, wer ich bin. Das ist gut. Genau deswegen musste ich mich immer für das Gute entscheiden, damit diese Kleine nicht irgendwie denkt... Ich bin frei.
Nach allem, was Mutter mir angetan hat, ich lebe und bin noch so weit bei Verstand, dass ich neugierig bin, wie die Sonne aussieht. Als du meine Sisters gerettet hast, habe ich zum ersten Mal seit Jahren Hoffnung gespürt. Abims gespannt. Hey. Jetzt tue ich das Gleiche für alle anderen. Angefangen bei der hier. Sie retten, oder? Wir haben es geschafft, Vater. Bald bin ich da. Und ich habe das Gefühl, dass ich bald tot bin. Bei diesen Anzügen musste ich immer an dich denken, Vater. Ich sehe dich wohl immer noch als Retter in glänzender Rüstung. Aber jetzt werde ich für dich kämpfen. Cool. Nimm dieses Plasmid. Damit kannst du mich in einem Kampf an deine Seite rufen. Habe ich gerade einen Schreck gekriegt? Ich dachte so, was ist das? Ach, hier war ich doch schon, oder? Nee, war ich nicht. Oder war ich doch hier schon? Doch, ich war hier schon. Na gut. Aber die Dicken hier haben wir echt lange nicht mehr gesehen, ne? Speichern ist ganz wichtig. Ich bin ein harter Mann, Alter. So ist du kannst mich hören. Du hast mein Lebenswerk zerstört und mir meine einzige Tochter geraubt. Aber Rapture ist die Heimat von Monstern. An der Oberfläche will man uns nicht haben. Heute Nacht werden wir als Familie begraben. Seite an Seite. Du hast sie nicht mehr alle beisammen. Oh Gott, sie will das Gebäude in den Graben stürzen lassen. Da geht's Meilen nach unten. Wir müssen Sinclair finden. Mutter? Oh Gott sei Dank. Ich hab's auf sie abgesehen. Meine Ziehtochter hat's ganz schön drauf. Ich glaube, besser kann ich nicht darauf vorbereitet sein. Ich glaube, es ist Finalzeit und wenn Finalzeit ist, dann mache ich jetzt weiter. Im Inneren von Persephone. Persephone, nicht Persephone. Boah, die Musik, wie in einem alten Krimi. So ein Detektiv-Schwarz-Weiß-Film. Black Noir. Nach oben, Vater! Schnell! Okay. Okay. Das ist Sinclairs Rettungs-U-Boot, Vater. Da, vor dem Fenster. Es ist unsere einzige Chance zu entkommen. Wie ich Sinclair kenne, würde er es nicht einfach aufgeben. Ja,
Herr Delta, was ist mit Sinclair? Der Mann, der das Paradies verkaufen wollte. Wo ist er jetzt? Donner. Achtung! Schließung aus Sicherheitsgründen. Alle Zellen und Schotten werden bis auf Weiteres geschlossen. Wie komme ich nach da oben? Diese Einrichtung hängt über einem ozeanischen Graben, Delta. Die Brüder und Schwestern haben Sprengladungen mit Zeitzündern an den Fundamenten angebracht. Ergib dich, bevor sie detonieren. Sonst werden wir alle in dem Abgrund unter uns zermalmt. Mutter hat ganz Persephone abgeriegelt, auch die Gangway zum Rettungs-U-Boot. Wir können die Schließung aus dem Gefängnistrakt heraus aufheben, wenn wir uns beeilen. Komm! Benutze das Plasmid, wenn du mich brauchst, Vater. Ich muss mich umsehen. Das Feuer ist ja... Das Feuer ist echt! Das Feuer ist echt, Leute. Das Feuer ist Dies echt. Dies ist ein Notfall. Subject Delta ist entkommen. Alan Lam hat sich gegen ihr eigenes Volk gewandt. Steht fest und kämpft. Oder die Familie Raptors wird gemeinsam fallen. Gather at Garden. Au. Mir gehen die Nieten aus, nicht gut. Hm. 18 Kugeln, das ist nicht viel. Also ich bin mir relativ sicher, dass wir Richtung Finale aufgehen. Und ich keine 20 Minuten mehr damit vollkriege. Komme ich denn da rein? Okay, habe ich jetzt irgendwas nicht bedacht? Oder ich, Du kannst die Tür hacken, Vater. Versuch's. Okay, sehr gut. Also, ihr Lieben, ich mache dann doch hier einen Cut rein. Sollte es wie bei Bioshock 1 enden, dass es doch zu kurz ist, werde ich das einfach hier dranhängen. Also, ihr Lieben, haut rein.